Ich möchte meine Musik gerne in jedem Raum genießen können. Klar habe ich da mein Internetradio, vielleicht im Arbeitszimmer. Da genieße ich gerade meinen Radiosender, aber da muss ich kurz mal in die Küche oder auch mal zu den Kindern. Und dann ist die Musik schon wieder weg. Aber bei Technisat gibt es Radios und Lautsprecher mit der Multiroom-Funktion. Das heißt, die Musik kann Sie in andere Räume begleiten. Und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Dazu habe ich zum einen einfach mal einen Vertreter der Internetradios hier, unser Digitradio 630. Und ich habe Ihnen mal drei verschiedene Lautsprecher mitgebracht. Audiomaster MR3, MR2 und MR1, der ganz kleine. Die sind netzwerkfähig, internetfähig über WLAN oder LAN-Anschluss. Und jetzt geht es darum, die Musik in mehrere Räume weitertragen zu können oder weiterspielen zu können. Und das Ganze machen wir mit der Technisat Connect App, denn die unterstützt Multiroom und kann das alles organisieren und einrichten. Und wissen Sie was, wir legen jetzt einfach mal los. Auf meinem Tablet-PC habe ich die Technisat Connect App schon installiert. Die öffnen wir jetzt mal gemeinsam. Die bietet mir ja auch mehrere Möglichkeiten. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel noch Control und SFI. Das sind Funktionen für Ihren Fernseher oder für Ihren Receiver. Heute und jetzt geht es um Multiroom. Das heißt, dann starten wir das mal. So, einmal draufklicken. Und jetzt sieht man schon, ah, Moment mal, hier gibt es Gruppen und hier gibt es Geräte. In dieser App fasse ich alle meine Netzwerkgeräte zusammen. Das heißt, ich habe mein Digitradio drin, da steht es auch schon. Die Lautsprecher sind registriert. Das Ganze geht auch ganz einfach. Sie haben im unteren Bereich so einen kleinen blauen Kreis mit einem Plus. Da können Sie draufklicken und dann zum Beispiel Multiroom Lautsprecher hinzufügen. Und dann gibt es einen wunderbaren Assistenten, der Sie Schritt für Schritt dort durchführt. Das habe ich jetzt schon gemacht. Bei mir ist schon alles eingerichtet, deswegen gehe ich jetzt nochmal einen Schritt zurück. So. Hier sehen wir alle Geräte hier in der Übersicht und das Digitradio 630, das ist dasjenige, was meine Quellen zur Verfügung stellt. Das Radio ist ausgestattet mit digitalem Radioempfang, mit Internetradio, mit einem CD-Player, mit einer USB-Schnittstelle, mit Bluetooth-Eingabe und natürlich auch einem Line-In. Deswegen ist es einfach prädestiniert dafür zu sagen, da kommt die Musik her und an diese Lautsprecher möchte ich das Ganze gern verteilen. Dann wähle ich mein Digitradio mal aus und schau mal an, was kann das denn alles. Jetzt sehe ich gerade, ach, da läuft gerade schon Starsat Radio. Sie können jetzt natürlich die Quellen auswählen, die Lautstärke auch über die App steuern. Sie klicken einfach hier auf die Wiedergabe, sehen, was läuft jetzt gerade. Im unteren Bereich gibt es dann hier das Lautsprechersymbol, da kann ich dann auch lauter machen. Und parallel, ne, passiert das natürlich auch bei meinem Radio. Wenn ich jetzt die Quelle wechseln möchte, zum Beispiel vom Internetradio zu Spotify oder zum Digitalradio, dann klicke ich hier oben in der Mitte auf Quellen, sehe jetzt, was mein Radio alles bietet. Das geht übrigens dann auch für die Lautsprecher. Also ich sehe dann bei jedem Gerät, was ich in der App drin habe, welche Quellenauswahl ich treffen kann. Denn das Tolle bei den Audiomaster Lautsprechern, die wir hier haben, die sind ja auch internetfähig. Das heißt, auch die bieten mir Internetradio und Spotify und solche Sachen an. Und das kann man auch über die App dann ansteuern. Ich habe dann hier auch meine Übersicht und da sehe ich jetzt nochmal mein Radio, kann hier oben auch nochmal die Lautstärke einzeln regeln. Das ist ja alles ganz einfach und ganz toll, wenn ich nur in einem Raum bin. Was ich aber jetzt mit Ihnen machen möchte, ist, dass die Idee, dieses Radio steht bei mir im Arbeitszimmer und der MR3, der große, der steht bei mir im Wohnzimmer. Und wenn ich mal ab und zu ins Wohnzimmer rüberlaufe, dann wäre es toll, wenn ich die Musik wirklich in beiden Räumen hätte. Und das können wir ganz einfach über eine Gruppe definieren. Das ist die nächste Funktion in unserer App. Ich gehe mal hier zurück. Da haben wir jetzt gesehen Geräte, wie ich die hinzufügen kann. Und jetzt wähle ich mal die Gruppen aus. Und Sie sehen, ich habe schon zwei Gruppen definiert. Einmal das Wohnzimmer. Und beim Wohnzimmer ist es mir ganz wichtig, ich wähle die Gruppe mal aus. Einmal fortfahren. So, jetzt wird das alles eingerichtet. Das ist meine Quelle. Und der MR3 gehört genauso mit dazu. Und jetzt gucken wir nochmal in die Wiedergabe. Gucken auch mal die Übersicht an und siehe da, da sind jetzt beide Geräte definiert, denn ich habe gesagt, zum Wohnzimmer, zu dieser Gruppe gehören das Radio und der MR3. Da kann ich jetzt auch den Lautsprecher hier nochmal separat ansteuern. So, Sie können also individuell die Lautstärke für beide Geräte definieren. Und wenn Sie sagen, Moment mal, ich will immer den gleichen Pegel haben bei beiden, dann ist es auch wieder hier im unteren Bereich, dass Sie sagen können, bitte beide Geräte gleichmäßig lauter oder wieder leiser machen. Das ist angenehm, das macht es einfach simpel, einfach und komfortabel, dass die Musik dann halt wirklich in allen Räumen ist.
was ich eine tolle Funktion finde, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier das Radio und ich sitze jetzt im Wohnzimmer, gucke noch kurz was im Tablet durch und sage, okay, ich brauche jetzt gar keine Musik mehr, dann passen Sie mal auf. Ich schalte jetzt den MR3 aus und parallel dazu schaltet sich das Radio auch aus. Ne? Das sind auch eine tolle Funktion in der Gruppe. Das heißt hier ausschalten und das Radio hat sich gleichermaßen auch ausgeschaltet. Das heißt, beide Geräte sind miteinander gekoppelt. Schalte ich jetzt das Radio zum Beispiel wieder ein, so, dann schaltet sich parallel dazu auch der Lautsprecher mit dazu, weil das war die letzte Gruppe, die aktiv war. Und so können Sie jetzt wirklich für sich zu Hause definieren, wo kommt der Klang her, wo soll der überall sein. Aber wir haben natürlich mehr als nur das Wohnzimmer und das Arbeitszimmer. Es gibt noch die Küche zum Beispiel und auch da kann ich das Ganze kombinieren. Ich habe jetzt hier mal die Küche, übernehme mal diese Gruppe und kann jetzt hier auch in der Gruppe schauen, wie ist das Ganze denn aufgebaut, was habe ich da definiert. Und dann sehen wir hier in der Übersicht, auch hier wieder die Quelle ist das Radio und jetzt kommt die Musik parallel hier unten noch aus dem MR2. So. Auch wieder wunderbar die Steuerung. Das Wichtige für mich ist halt einfach diese Kombinationsmöglichkeiten. Es gibt auch ganz wenig Sachen, die Sie beachten müssen. Das erste ist, in einer Gruppe kann ich maximal 4 Lautsprecher mit einbinden plus eine Quelle. Und zum anderen ist es so, dass wenn ich den einen Lautsprecher schon in einer Gruppe habe, dann kann ich den nicht in einer anderen Gruppe hinzufügen. So, dann sehen Sie hier oben die Wohnzimmer- und die Küchengruppe und genau hier unten ist wieder das Plus. Dann drücke ich dann drauf und kann auch sagen, ich möchte eine neue Gruppe hinzufügen. Der Gruppe kann ich einen Namen geben. Ich kann hier auch verschiedene Symbole auswählen für zu Hause. Ich habe hier zum Beispiel das Bad oder das Schlafzimmer, das Kinderzimmer mit dem Teddybären, die Garage, also egal, wo Sie Ihre Musik haben wollen. Man kann es gut sortieren. Und dann ist es wichtig, den Gruppenmaster auszuwählen. Was bedeutet das? Das ist die Quelle. Also wo kommt die Musik her? Definieren Sie zum Beispiel ein Digitradio. Dann geht es darum, bei dem Modell zum Beispiel zu sagen, Digitalradio, Internetradio, CD, Bluetooth oder USB oder Line-In. Das sind immer die Möglichkeiten des einzelnen Gerätes. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Lautsprecher auswählen als Master, dann haben wir natürlich nur die dementsprechenden Funktionen, die unterstützt sind. Das wären halt in dem Fall Bluetooth, Internetradio und halt Spotify. Ich bleibe jetzt mal beim Radio, wähle das aus. Und jetzt kann ich sagen, okay, wer kommt denn noch mit in diese Gruppe hinein? Und da sehen Sie halt hier MR1, MR2, MR3 im Kinderzimmer. Das sind gerade meine Lautsprecher, die hier da sind. Und wichtig ist halt nur zu beachten, es darf halt jeder Lautsprecher nur in einer Gruppe sein. Und dann kann ich die dann auch auswählen, anklicken und dann mich entscheiden, wie viele Lautsprecher mit dazukommen. Das Witzige an der Sache ist, Sie können das ja ganz individuell gestalten. Die Gruppen lassen sich auch ganz schnell wieder löschen und neue Gruppen bilden. Wenn Sie sagen, Mensch, wir haben am Wochenende eine Kinderfeier. Die sind dann in der Küche unterwegs, da ist das Buffet, die toben durchs Wohnzimmer, die sind auch im Kinderzimmer dann bei den Mädels zum Beispiel oder bei ihren Kindern. Und da muss überall die gleiche Musik sein. Kein Problem. Eine Gruppe erstellen, Hausparty, Kindergeburtstag, alle Geräte einbinden und schon läuft synchron die Musik in jedem Raum. Und das ist das Schöne bei einem Multiroom, dass ich das ganz individuell für mich definieren kann. Ich gehe mal aus der Gruppenerstellung hier nochmal raus. So, einmal abbrechen. Ja. Ich wähle jetzt nochmal das Wohnzimmer aus. So, einmal einschalten die Gruppe. Dann starten die Geräte automatisch wie von Geisterhand über die App. Und dann sehe ich dann auch, was im Wohnzimmer gerade wiedergegeben wird. Oder ich wähle jetzt hier zum Beispiel mal DAB Plus aus als Quelle. Suche mir hier Radio Energy zum Beispiel raus. Und schon wird das über meine Lautsprecher parallel wiedergegeben. Bei den MR1, MR2 und MR3 gibt es noch eine Zusatzfunktion. Ich kann halt auch noch aus den Lautsprechern Stereosysteme erzeugen. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel von dem MR1 zwei Geräte haben, kann man hier auf der Rückseite des Gerätes auswählen, ist das ein linker oder ein rechter Lautsprecher und schon haben Sie ein Stereosystem. Das macht man beim MR1 über eine Taste auf der Rückseite. Beim MR2 und MR3 machen wir das direkt über die App. Das heißt, ich bin jetzt gerade im Wohnzimmer, dann klicke ich hier auf die Übersicht,
dann sehe ich ja die Teilnehmer der Gruppe und kann das noch öffnen. Und auch hier kann ich jetzt über die Software einstellen, ist das ein linker Lautsprecher, ist das ein Center-Lautsprecher oder rechts. Das heißt, Sie haben die Möglichkeiten, jetzt C würde dann halt das normale Lautsprechersystem sein, der ist ja an sich schon stereotauglich mit dem wunderbaren Bass und all den Vorzügen. Aber Sie können auch noch sagen, ich habe zwei von denen im Wohnzimmer, einer links, einer rechts, und so kann man wirklich ein richtig tolles Kinoerlebnis erzeugen. Mir ist vorhin noch über den Kollegen im Gespräch eingefallen, wenn die nächsten Fußballübertragungen anstehen oder tolle Ereignisse, die ein bisschen länger dauern, die man nicht verpassen will. Man ist da im Wohnzimmer, man kann den Fernseher zum Beispiel von Technisat auch als Quelle definieren oder man schließt den Fernseher über einen Aux-In, also über einen externen Eingang zum Beispiel am Radio an. Verbindet das alles, dann hören Sie das Fußballspiel in allen Räumen. Und wenn man sich dann noch mal was aus der Küche holt oder man muss vielleicht kurz mal ins Bad, dann haben Sie immer noch den Ton dabei und verpassen dann wenigstens in der Hinsicht nichts, wenn es um Tore geht oder irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen. Also das finde ich halt genial bei so einem System, bei Multiroom, dass es einfach über die Grenzen des Raumes hinweg geht, dass die Musik in mehreren Räumen gleichzeitig spielen kann, dass Sie zum Beispiel auch selbst entscheiden können, wenn Sie sagen, Moment, ich bin jetzt in der Küche, ich bereite was zu und die Kinder sind da und sagen, Mensch, Papa, Papa, ich möchte gerne ein Hörbuch hören oder ich möchte Musik hören. Dann haben Sie vielleicht im Kinderzimmer den MR1 hingestellt, weil vom Klangvolumen her ist der perfekt. Und dann gehen Sie auch in Ihre App zurück, gucken dann halt, welche Geräte gerade da sind. So, wählen dann zum Beispiel hier den MR1 Kinderzimmer direkt aus und haben jetzt nur den eigenen Lautsprecher und können hier auch entscheiden, was da gerade läuft. Und ich habe jetzt hier einfach mal als Quelle Spotify ausgewählt. Das heißt, ich kann von der Küche aus sagen, okay, Schatz, geh hoch, geh spielen. Ich mache dir deine Lieblingskinderlieder an oder ich starte da einen Internetradiosender. Und dann läuft das direkt dahin. Also bitte, die App kann eine ganze Menge. Sie können Gruppen erstellen mit Geräten, wo Sie sagen, da kommt die Musik her. Und Sie können immer noch jeden Lautsprecher auch einzeln ansteuern und können sagen, du spielst jetzt bitte das und du das. Das ist Multiroom. Das sind mehr Komfortmerkmale, mehr Möglichkeiten, Ihre Musik im ganzen Haus, in der ganzen Wohnung verteilen zu können.